in Rot-Schwarz. Schaller ja durchaus mit Knockout-Power. Seine letzten beiden Kämpfe allerdings nach Punkten gewonnen. Hier sehen wir schon mal eine schöne Dreierkombination des Mannes aus Landshut mit den kosovarischen Wurzeln. Aber wie ihr selber seht, das ist Schwergewicht. Und da ist der Start naturgemäß verhaltener. Auch wenn die beiden euch sicher noch einiges an boxerischer Gourmetkost bieten werden. Führhand wie immer schön gestochen von Schaller, der sein Trainerteam mitgenommen hat zu Agon. Agon Kurtisi auch heute in seiner Ecke. Und das ist das, was sein Trainer sehen will. Kombinationen. Aufgebaut auf einem wunderschönen, traumhaften Jab. Espíndola hier noch extrem passiv. Nummer 7 in Argentinien. Also auch kein unbeschriebenes Blatt. Ist hier aber größen- und reichweitentechnisch einfach unterlegen. Deshalb muss er, ähnlich wie unser italienischer Boxer vorhin im Weltergewicht, die Situation genau abpassen, wo er es mal riskiert, nach vorne zu gehen. Bisher ist das hier Schaller 100%. In der Unihalle Wuppertal. Ah, jetzt mal die erste wirkliche Aktion. Das hat Granit Schaller allerdings 10 Meter gegen den Wind schon gerochen. Macht den richtigen Schritt nach hinten. Ist eine der großen deutschen Schwergewichtshoffnungen. So kann man das schon ausdrücken. Da ist oben Agit Kabayel ganz oben. Klar, die Nummer 1 derzeit in Deutschland. Und dahinter kommen schon so Leute wie eben Granit Schaller, Peter Kadiru, Viktor Jurk, der ist noch sehr, sehr am Anfang. Die da vielleicht in Zukunft auf sich aufmerksam machen können. Und Granit Schaller sagt, den Stuhl brauche ich gar nicht. Ich bin fit genug. Gibt ja die legendäre Geschichte, als ihm sein Trainer, den wir hier sehen, Akron Cortisi, ihm auch mal eine wirklich schallende Ohrfeige in der Rundenpause verpasst hat, weil er einfach nicht da war und dann war er plötzlich hellwach. Also ein richtig guter Wachmacher, den braucht er hier jetzt noch lange nicht. Kriegt hier nochmal Luft zugewedelt. Sein Gegner, der gönnt sich in dem Fall den Stuhl. Das hat aber beim Boxen nichts zu sagen, ob man sich hinsetzt oder eben steht. Da insgesamt Boxen ist natürlich nicht wissenschaftlich nachgewiesen, aber man sagt es zu 70% psychologisch. Man kann da auch Zeichen setzen, ein paar Sekunden früher schon in die Ringmitte gehen. Deontay Wilder, auch einer der besten Schwergewichtler der heutigen Zeit, hat das häufig getan. Hier kommen beide gleichzeitig rein und der erste schöne Jab, der gehört in dem Fall auch unserem argentinischen Gast, Kevin Espíndola. Ja, das war ein schöner linker Haken von Espíndola, da muss Schaller aufpassen. Hat die Deckung dazu sehr fallen lassen in dem Moment. Und da ist die Halle auch gleich da und feuert ihn an. Und jetzt hat er ihn da auch an den Seilen, wo er ihn haben will. Lässt ihn jetzt allerdings wieder. Und da ist die Halle auch gleich da und feuert ihn an. Und jetzt hat er ihn da auch an den Seilen, wo er ihn haben will. Lässt ihn jetzt allerdings wieder zurückkommen. Der Mann mit den kosovarischen Wurzeln und den hellblauen Shorts, Granit Schaller.
der extrem viel im olympischen Boxen Lorbeeren gesammelt hat, zweimal den renommierten Brandenburg Cup gewonnen, deutscher Vizemeister bei der Elite. Mit seinen kosovarischen Wurzeln ging es dann allerdings irgendwann nicht mehr weiter nach oben und dann hat er sich entschieden, Profiboxer zu werden. Nach 9 Siegen hat dann Argon gesagt, wir sehen das Potenzial. Seine letzten beiden Kämpfe hat er hier bei Argon schon bestritten. 25 Jahre jung. Also da ist extremst viel Potenzial da. Bei dem Mann aus Landshut, der jetzt den Kampf auch wieder an sich gerissen hat. Aber der immer wieder aufpassen muss, lässt seine rechten Ticken zu sehr fallen, wenn er seine Führhand schlägt. Und da versucht jetzt Espindola irgendwie mal reinzustechen. Sich reinzusneaken, reinzukommen. Ansonsten nicht viel zu sehen vom Argentinier. Ah, das war eine schöne Kombination von Schala. Die muss gerüttelt haben. Auch wenn Espindola da nach außen nichts zeigt. Die muss den Argentinier in den feuerroten Shorts und Schuhen ordentlich gekitzelt haben. Hier am Samstagabend zur Primetime in Wuppertal. Feinstes Schwergewichtsboxen. Sobald er kommt, stopp ihn. Kommt er aus der Ecke und das ist es auch, was Schala hier machen kann. Irgendwann muss der Argentinier aufgrund der Reichweitennachteile das Heil in der Offensive suchen. Und wenn Schala ihn dann abkontert, dann kann ganz schnell Feierabend sein. Im Moment kontrolliert er den Kampf mit seiner Führhand, die schön gestochen kommt, die aber auch immer wieder ein Ticken fallen lässt. Da sehen wir einen der heftigeren Treffer des Kampfes. Da war eben das Problem, dass die Deckung unten war bei Schala, die Rechte zu sehr an Ticken. Das sind ja wirklich Millimeter teilweise, die beim Boxen den Unterschied ausmachen. Und dann schlägt der linke Haken direkt rein. Da hatten wir kurz mal seinen Trainer Akron Kurtisi in Queraufnahme. Der auch ein eigenes Boxstudio besitzt und auch immer wieder tolle Veranstaltungen in München veranstaltet. Akron Kurtisi, Ring of Fire. Da hat Kranichala, den wir hier voll im Bild sehen, auch seine ersten Erfahrungen gesammelt als Profi. Jetzt eben nochmal eine Stufe drüber bei Argon. Kam ja in jungen Jahren zum Boxen, Kranichala. Wollte dann gar nicht mehr hin, nachdem da sehr, sehr viel Konditionstraining absolviert wurde. Aber sein Vater hat ihm gesagt, bleib dran. Und deshalb steht er heute hier. Der Mann mit den kosovarischen Wurzeln, der hier zu Beginn wieder schön die Führhand bringt. Da wieder gestochen. Könnte auch nochmal die Rechte nachsetzen. Sein Gegner jetzt extrem passiv in dieser Runde. Will ihn da locken scheinbar und nochmal so einen Haken anbringen, wie in Runde 2. Aber Schala bisher wacher. Schlag ein bisschen tief gewesen, aber Espindola, der verlegt sich hier aufs Lauern. Macht überhaupt gar nichts in dieser Runde, ist natürlich trotzdem immer gefährlich mit einem überfallartigen Angriff, so wie es hier jetzt endlich mal versucht. Aber Schala ist da auf der Hut. Ja, sehr schöne Rechte gerade jetzt von Schala. Diese 1-2-Kombinationen, die können den Unterschied hier am Ende ausmachen.
beweist hier auch in dieser Runde ein extrem gutes Auge. Wurde von seinem Gegner noch nicht einmal getroffen. Relevant, Schaller. Und immer wieder die Führhand. Immer wieder die gestochene Führhand. Gab ja ganz große Boxer in der Schwergewichtsgeschichte auch, die Kämpfe nur mit ihrer Führhand dominiert haben. Ganz vorne dran natürlich Larry Holmes, der fast eine Dekade in der Königsklasse an der Spitze war. Schaller hat natürlich, Larry Holmes ist natürlich eine extrem große Hausnummer, aber Schaller hat riesiges Potenzial, Kämpfe auch mit seiner linken Geraden, mit seinem Jab zu dominieren. Macht das ja hier auch gegen den Argentinier, der in dieser Runde überhaupt kein Land mehr gesehen hat. Und jetzt ist auch die Runde vorbei. Schaller entscheidet sich weiter fürs Stehen. Und hier will er ihn noch locken, zeigt damit den Handschuh an, komm her. Aber das war wenig von Espindola. Viel zu passiv. So hat Schaller keine Probleme. Argon, ja, wir haben ihn vorhin schon gesehen, Alexander Müller vom Berge. Also wirklich zwei ganz, ganz große Schwergewichtshoffnungen aus Deutschland bei Argon Sports und Events unter Vertrag. Und beim renommierten Boxstall aus Berlin wird auch immer mal wieder auf Malle trainiert. Auf Mallorca, Sonne getankt und hart trainiert. Zweiter Standort wird gerade aufgebaut. Zweiter Trainingsstandort. Um den Boxern noch mal mehr Möglichkeiten zu geben und das Training noch mal auf das nächste Level zu heben. Granit Schaller, der hat sein Team einfach mitgenommen zu Argon, trainiert immer noch unter Argon Cortisi. Der auch heute in seiner Ecke steht. Vierte Runde beginnt, wie alle anderen auch. Schaller mit der Führhand und Espindola lauert auf die Chance aus dem Nichts. Natürlich auch eine ganz, ganz krasse Konzentrationsaufgabe für Schaller, der hier eigentlich komplett dominiert, aber immer aufpassen muss im Schwergewicht. Ein einziger Schlag kann alles drehen. Haben wir nicht zuletzt beim Duell Povetkin gegen Dillian White gesehen, als der Engländer damals den ersten Kampf der beiden Top-10-Schwergewichter deutlich dominiert hat und damit am einzigen Aufwärtshaken von Povetkin ausgenockt wurde. Also man muss immer hellwach sein, jede Sekunde im Boxring. Aber diese Kombinationen hier, die sind natürlich exzellent von Schaller, links, rechts. Und Espindola wirklich jetzt mittlerweile seit 4,5 Minuten nur noch passiv. Es ist eine dominante Vorstellung, die Schaller hier abliefert in seinem 12. Profigefecht. Gar keine Chance mehr für den argentinischen Stier, den Matador aus Buenos Aires, der hier in die Unihalle Wuppertal gekommen ist, um diesen Kampf zu gewinnen, um sich von seinen zwei Niederlagen zuletzt zu erholen, zurückzukommen, aber es kommt wenig. Und Schaller kann das hier wegboxen, bisher zumindest. Noch ist der Kampf erst gleich bei der Halbzeit. Wieder schöne Links-Rechts-Kombination.
Und da gibt es nochmal den angedeuteten Schlag zum Abschied in die Pause quasi. Aber das ist für Schaller hier bisher mit Ausnahme eines Moments. Und auf solche Momente muss er auch weiterhin achten, denn dieser linke Haken in der zweiten Runde, den hat er auf jeden Fall zumindest gespürt. Aber seitdem nur noch Schaller. Der müsste alle vier Runden aus meiner Sicht hier gewonnen haben. Bei drei Runden gibt es überhaupt keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Eine Runde war etwas enger, die zweite. Also er ist auf den Punktzetteln da und vorne. Der Mann mit Wurzeln im Kosovo, in Hof geboren, in Bayern. Hatte immer mal wieder Probleme, Gewicht zu machen vor den Kämpfen. Kam mit ein paar Kilos zu viel in den Ring. Aber seit er hier bei Argon unter Vertrag ist, hat sich das deutlich geändert. Und sollte konditionell hier in Schuss sein, um auch die fünfte Runde hier zu dominieren. Wir sehen das gewohnte Bild, Schaller mit einem stabilen Jab, der in der Runde noch etwas zu wenig kam. Jetzt mal zwei hintereinander, das ist auch gut, solche Kombinationen noch mehr anzubringen. Muss die Option sein, um hier seinen Gegner auch mal in Gefahr zu bringen. Und ich habe Kevin Espindola zuvor als kompakt, schlagstark, agil beschrieben. Kompakt auf jeden Fall. Agil bisher noch nicht. Schlagstark. Wir haben es einmal kurz aufblitzen sehen, dass der Wumms hinter den Fäusten hat. Aber auch in dieser Runde zu passiv der Argentinier. Überlässt Schaller hier das Ruder. Und der steuert das Schiff in den sicheren Hafen. 12. Sieg im 12. Kampf. Bisher zumindest bei der Argon Box Gala in Wuppertal. Ja, schöne Aufwärtshaken von Schaller. Espindola zeigt zumindest noch keine Anzeichen von Wirkungstreffern, auch wenn die richtig wehtun müssen. Ah, da mal schöner Konter von Espindola, dessen einzige Möglichkeit hier eigentlich ein One-Punch-Knockout ist, um diesen Kampf zu gewinnen. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon festhalten. Er bearbeitet Schaller nicht, er zermürbt ihn nicht. Er müsste mit einem einzigen Schlag diesen Kampf beenden, um hier Siegchancen zu haben. Auch diese Runde ganz klar bei Granit Schaller. Letzten 10 Sekunden in Runde 5 und da versucht er es mal mit diesem Haken und er hat zumindest ansatzweise getroffen, aber Schaller zeigt da keine Beeinträchtigung. Aber immerhin mal wieder ein Versuch des Argentiniers, hier irgendetwas in Richtung Sieg zu tun. Aber Schaller natürlich auf der Hut, macht auch den wichtigen Schritt zurück und nimmt dem Schlag so ein bisschen die Wirkung, wenn wir hier nochmal die guten Aktionen von Schaller sehen. Mehrere Kombinationen. Hier nochmal schöne Einstellung, der Aufwärtshaken nicht ganz getroffen. Aber ist hier der deutlich aktivere Boxer. Der Mann aus Landshut, der zuletzt Punktsiege gefeiert hat hier bei Argon gegen Adamo. Und Beng Magluf zweimal deutlich nach Punkten triumphiert und damit wirklich bei Argon gute Debüts abgeliefert. Und jetzt hier in der Stadt der Bergischen Löwen
mit der sechsten Runde. Jetzt muss er aber auch in die Mitte hier, unser argentinischer Boxer. Weiß nicht genau, was da gerade Sache ist. Akranicala hat seinen Mundschutz kurz aus Solidarität scheinbar ausgespuckt. Und jetzt starten wir mit 15 Sekunden Verzug. Die merken wir uns unten auf der Uhr. Hier bei der Argon Boxgala im fünften Kampf von der Sportstadt Wuppertal. Ja, auch mit unterstützt das Event heute. Sollte ja eigentlich schon im März 2020 stattfinden. Damals wegen Corona ausgefallen. Und jetzt wird das ganze Gebühren nachgeholt. Und jetzt ist er da wieder an den Seilen. Ich weiß nicht, was Espindola, er will ihn da locken, um dann mit dem Konter zuzuschlagen. Gelingt allerdings bisher nur in minimalsten Ansätzen. Weil Kranicala sich auch nicht locken lässt. Das ist eine gute Fähigkeit. Das haben wir selbst auf allerhöchster Ebene gesehen. Im Duell zwischen Bivol und Canelo Alvarez. Als Alvarez da auch an den Seilen stehend seinen Gegner locken wollte. Aber Bivol blieb ganz cool. Und genauso macht das hier auch Schala. Lässt sich da nicht in irgendwelche Geschichten verwickeln. Solche Kombinationen sind der Schlüssel zum Sieg für ihn. Schöne Führhand. Die hat genau getroffen. Er treibt seinen Gegner jetzt vor sich her, die letzte Minute in der sechsten Runde. Da sein Gegner auch hauptsächlich defensiv boxt, natürlich auch schwierig für Schala, da durchgängig Lücken zu finden. Da war jetzt mal ein Aufwärtshaken drin von Espindola. Den hat er einfach nur weggelächelt. Aber der Argentinier sucht auch nicht den Vorwärtsgang, nur wirklich in seltensten Fällen. Die Kompaktheit, die muss man ihm zuschreiben, die er von Anfang an versprochen hat, bietet jetzt kein einfaches Ziel bisher. Schöne Führhand von Schala und da muss er nachsetzen, versucht das auch, Gegner taucht ab. Das war eine gute Aktion. Ja, auch die sitzen drei Führhände hintereinander von Schala, die Eindruck machen und jetzt kann er nachsetzen. Jetzt kann er nachsetzen. Entscheidet sich aber wieder für die Kontrolle, was bei dem Vorsprung auf dem Punktzettel auch kein Fehler ist. Sechs Runden und davon hat Schala fünf komplett dominiert. Sein Gegner aus Argentinien mit ganz vereinzelten Treffern. Aber der Argonaut aus Landshut, bisher hier der Dominator. Da sind wir wieder, die siebte Runde hier in der Unihalle zu Wuppertal. Kranicala gegen Kevin Espindola. Ein einseitiges Gefecht. Schala dominiert. Schala garniert sich hier sein argentinisches Steak, hätte ich schon fast gesagt. Macht hier, was er will mit dem Gegner. Muss natürlich im Schwergewicht immer aufpassen. Aber hat sich hier, seit er bei Argon unter Vertrag steht, insgesamt deutlich weiterentwickelt. Souveränere Kampfführung, mehr Selbstverständnis.
macht auch hier keine unüberlegten Sachen. Boxt das Ding bisher runter, ähnlich wie in den anderen Kämpfen zuvor auch schon. Ja, beide Schläge auf die Deckung, der hat gesessen. Die rechte gerade kam durch. Könnte jetzt nachsetzen, Schaller, aber das ist scheinbar seine Taktik, dass er da nicht unüberlegt nachsetzt, sondern das kontrolliert. Man muss jetzt ja auch mal einen Jab fressen von Espíndola, den diese Rechte so ein bisschen wachgerüttelt zu haben scheint. Nächste schöne Rechte gerade. Wenn man diesen Kampf hier sieht, wünscht man sich natürlich schon größere Aufgaben für Schaller, der auch unter anderem vom Fight24-CEO Lars Platt betreut wird. Auf seinem Weg nach oben. Er hat wirklich Potenzial, im Schwergewicht anzugreifen. Nächste Führhand. Ja, da versucht er mal, diesen rechten Schwinger anzubringen. Sowas müsste eigentlich Kevin Espíndola kontinuierlich machen. Immer mal wieder überraschend mit Tempo wechseln, versuchen die Distanz zu überbrücken. Aber das lässt Schaller auch einfach nicht zu. Jetzt fängt der Landshut auch an, Kombinationen zu schlagen. Er weiß auch, er hat das Ding hier komplett im Griff. Die Brust, die kann breit sein. Letzten 10 Sekunden in der vorletzten Runde. Und dann ist auch die Runde in den Geschichtsbüchern. Der Kampf ist zu einseitig, um wirklich spannend zu sein. Schaller dominiert. Und es gilt natürlich trotzdem weiterhin, ein einzelner Schlag kann hier alles drehen. Wir haben das zuvor gesehen, in einem natürlich deutlich kürzeren Kampf und auch engeren Kampf, dass da ein Schlag komplett den Kampf beendet. Aber Schaller steht auch noch in der letzten Runde in seiner Ecke. Er muss das Ding nur noch nach Hause bringen. Die punkthohe Führung. Und Kevin Espíndola wirkt konditionell auch eher angeschlagen. Jetzt gibt es da noch mal eine Umarmung vom Argentinier, der hier seinen letzten Tango tanzt, auf jeden Fall, mit Schaller. Denn da wird nicht mehr viel gehen, es sei denn, er zaubert hier noch mal einen aus dem Hut. Nächste schöne Führhand von Schaller. Das ist die Geschichte des Kampfes. Klare Führhände und jetzt ein Körpertreffer von Schaller, der jetzt hier noch mal hochschraubt in der letzten Runde. Das hat Wirkung gezeigt, hundertprozentig. Der hat voll eingeschlagen im Körper des Argentiniers. Der nur noch mit defensiven Gedanken unterwegs zu sein scheint. Man sieht diese Aggression, Schaller hat das in sich, der kann, wenn er will, offensiv wirklich brachial nach vorne gehen, aber warum muss er es hier, oder warum soll er es hier tun? Hat das Ding im Griff. Wird hier nicht den Knockout auf Biegen und Brechen suchen. Da bin ich mir relativ sicher. Gleich noch 90 Sekunden. Im Ring von Junos Lüftungstechnik. Die beiden hier, die sind gut belüftet.
Unglaubliche Kondition ist hier notwendig, um im Schwergewicht 8 Runden zu gehen. Sie tun es beide. Und vor allem Schaller legt doch mal zu. Nächster guter Treffer. Jetzt kommt es auch aus der Ecke nachsetzen. 60 Sekunden auf der Uhr. Es wäre der 12. Sieg für den Mann aus Landshut, der im deutschen Schwergewicht auf jeden Fall langsam in den Top 5 anzusiedeln ist. Als olympischer Boxer hat Schaller auch zweimal den schon etwas bekannteren Peter Kadiru geschlagen. Also der ist wirklich ein richtig guter. Wenn er dran bleibt, ist da viel möglich. 25 Jahre, ja noch jung. Nächste Führhand, wird das Ding hier nicht mehr per K.O. gewinnen, wird das jetzt runterboxen. Gibt nochmal Vollgas die letzten Sekunden, haut nochmal alles raus. Und dann ist das Ding durch. Granit Schaller aus Landshut bei der Argon Box Gala mit einer souveränen Vorstellung. Das muss eigentlich gereicht haben. Da lege ich jetzt auch schon mal meine Hand für ins Feuer, dass er hier das Ding nach Punkten gewonnen hat. Da gibt es keine zwei Meinungen. Vorhin hatten wir wirklich einen sehr, sehr engen Kampf, der dann unentschieden gewertet wurde. Aber das hier, das war eine komplett einseitige Geschichte. Schaller nicht einmal ansatzweise in Bedrängnis. Und deshalb ist das Punkturteil obligatorisch. Und ich bin sehr gespannt auf das Interview danach mit ihm. Es muss ja jetzt konsequent nach vorne gehen. Der dritte klare Sieg in Folge. Da ist viel, viel Luft nach oben, viel, viel Potenzial nach oben für ihn, für größere Aufgaben. Während ihm da sein Trainer nochmal den Arm halb abreißt, kleine Dehnübung noch am Ende hier. Die Akron Kurtisi da seinem Schützling verabreicht und wir kommen gleich zur obligatorischen Urteilsverkündung, wie immer durch unseren Ringsprecher aus Wien, Ronny Leber. Siegerlächeln schon da bei Granit Schaller. Der weiß auch, da kann nichts anbrennen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, we have a winner of this fight. Wir haben einen Sieger dieses Kampfes einstimmig. Through unanimous decision. Im Blue, Granit Schaller! Klarer Sieg Nummer 12 für den Mann aus Landshut, eine der großen deutschen Hoffnungen im Schwergewicht. Ebenso einen großen Applaus auch an sein Gegenüber Kevin Espindola.